Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Gut geschützt, bei Markisen und Sonnenschutz kommt es auf Design und Material an. Gut gelegt, Terrassenbeläge sollten vor allem langlebig, unempfindlich und belastbar sein. Und gut genutzt, wer seinen Strom vom eigenen Dach selbst produziert, spart Energie und damit bares Geld. Und damit willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Was für ein Traumsommer 2015. Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad sind keine Seltenheit. Und das Schöne, es geht noch so weiter. Doch sind wir mal ehrlich, an manchen Tagen haben wir es, egal ob im Freibad oder zu Hause, nur noch im Schatten ausgehalten. Wir zeigen Ihnen im folgenden Beitrag, wie sich zu Hause, auf Terrasse oder Balkon effektiv gegen die Sonne, aber auch gegen die Insekten, die uns abends immer wieder plagen, schützen können. Jetzt im Sommer haben sie wieder ihren Einsatz. Markisen, Jalousien und Rollläden spenden bei starker Sonneneinstrahlung und großer Hitze Schatten. Zudem sorgen sie für eine angenehme Kühle im Haus und verhindern ein Aufheizen der dahinterliegenden Räume. Auch die Möbel bleichen dank Markise und Co. weniger aus. Wichtig ist, die Unterschiede zu kennen. Der große Unterschied ist einmal den innenliegenden Sonnenschutz und den außenliegenden Sonnenschutz. Und ich denke, da gibt es gravierende Unterschiede. Einmal mit Hülse und einmal ohne Hülse im außenliegenden. Und im innenliegenden gibt es einen großen Unterschied einmal am Fenster, direkt am Fenster oder im Raum als Dekoration. Fenster gibt es in den unterschiedlichsten Größen und Formen. Der Sonnenschutz wird dem Rahmen heute exakt angepasst. Die aktuellen Materialien verleihen ihm zudem eine lange Haltbarkeit. Der Stoff bleicht nicht mehr aus, spezielle Imprägnierungen schützen das Material gegen Schmutz und Flecken. Sogar schimmelresistente Stoffe gibt es auf dem Markt. Somit müssen Markisen oder Rollläden heute nicht mehr nach ein paar Jahren ausgetauscht werden. Die neuen Markisenstoffe, Acrylstoffe sind heutzutage auf dem neuesten Stand, wo es gibt. Die sind wasserdicht und sind sogar imprägniert. Das heißt, die sind langlebig, bis zu 20 Jahre hat man da gar keine Probleme. Neben Design und Material wird auch die Technik immer moderner. Gerade der außenliegende Sonnenschutz kann durch Wind und Wetter beschädigt werden. Auch wenn Markisen heute Windstärken von 6 bis 8 aushalten, kann die Befestigung einer solchen Witterung meist nicht standhalten. Hochwertige Markisen überstehen Stürme unbeschadet dank moderner Sensortechnik. Es gibt verschiedene Sensoren. Es gibt einen Wind- und Regensensor. Das heißt, wenn jetzt Windstärke 2 zum Beispiel auftritt, fährt die Markise automatisch rein. Es gibt dann noch Sonnensensoren, das heißt, wenn jetzt eine bestimmte Sonnengrad erreicht wurde, fährt die Markise automatisch raus. Wenn die Sonne wieder weg ist, fährt die Markise automatisch wieder rein. Nicht automatisch, dafür aber ebenso notwendig wie ein guter Sonnenschutz sind Insektenschutzsysteme. Diese lassen sich problemlos an Türen und Fenstern anbringen. Gerade bei so ganz normale Balkontüre sind zum Beispiel die Pendeltüre ganz geschickt. Wenn man da einfach vom Handling her ist besser. Und bei der Schiebetüre ist zum Beispiel, wenn man Schiebetür hat, ist ganz geschickt, wenn man einfach Schiebetür hat, wenn man sie auf Zeit schieben kann. Für Allergiker gibt es die Gitter übrigens auch als Pollenschutz. Dabei sind die Maschen noch enger gewebt. Wer den Sommer und die Sonne also genießen will, sollte auf den richtigen Schutz nicht verzichten. Der Juni dieses Jahres war nach Angaben von Wissenschaftlern der amerikanischen Regierung der wärmste weltweit seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Durchschnittstemperatur habe auf den Oberflächen von Land und Ozeanen bei 16,33 Grad Celsius gelegen, 0,8 Grad über dem Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts. Also weltweit ein wirklich schöner Sommer, wobei man sagen muss, in manchen Teilen dieser Erde war es auch leider eine Dürre.
Liebe Zuschauer, nach einer kurzen Pause geht es bei uns weiter mit den richtigen Terrassenbelägen und dem Strom vom eigenen Dach. Bleiben Sie dran, bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. So könnte auch Ihre Wohnung aussehen. Mit Rieger Raumdekor. Ihr Gesamteinrichter vom Boden bis zur Decke. Ob jung oder alt, wir renovieren Ihre Wohnung. Auf Wunsch auch seniorengerecht. Schlüssel übergeben und wohlfühlen. Alles aus einer Hand. Rieger Raumdekor in Sigmaringen. Ein Paradies ganz in Ihrer Nähe. Traumhafte Ausstellung, kompetente Beratung und 3D-Marktplanung. Die etwas andere Art des Einkaufs. Fliesenparadies Lindau. Fliesen und Parkett im Dreiländereck. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Raus aus dem Büro, rauf auf den Berg. Intersport Butsch, Ihr Spezialist für Outdoor- und Freizeitbekleidung in Tuttlingen und Umgebung. Shoppen Sie nach Herzenslust auf über 2600 Quadratmetern. Alles rund um Ihren Sport, Fitness, Fashion, Bademode und vieles mehr. Intersport Butsch in Tuttlingen. Aus Liebe zum Sport. Winter grillt und jetzt können Sie nachgrillen. Die besten Rezepte und wichtigsten Techniktipps online fürs iPad und auf dem Handy erhalten Sie jetzt in der Grillwelt. www.grillwelt.barbecue24.de. Ein Angebot von Regio TV und Barbecue24. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Stellen wir uns vor, wir wollen zu Hause eine neue Terrasse bauen oder einfach den Bodenbelag unseres Balkons erneuern. Doch welches ist nun der richtige Holzbelag? Welche Unterkonstruktion brauche ich? Wie pflegeleicht ist das Holz? Kann ich die Dielen längs oder quer verlegen? Und welche Verschraubung brauche ich? Fragen über Fragen, die eigentlich nur ein Fachmann beantworten kann. Was an der Wand geht, muss noch lange nicht für den Boden passen. Wer für seine Terrasse einen Holzbelag wählt, muss das passende Material und die richtige Konstruktion aussuchen. Die Qualität des Holzes ist entscheidend. Wer nach 10 Jahren den Belag nicht erneuern möchte, sollte mindestens 50 Euro pro Quadratmeter investieren, inklusive Konstruktion. Der Unterbau ist beim Verlegen des Terrassenbodens nämlich ebenso wichtig wie der Belag. Die Beanspruchung von Unterbau ist ja eigentlich fast größer, da er praktisch im Schatten liegt oder im Feuchtigkeitsbereich. Also hier zum Beispiel auf einem Granulat, wo praktisch Feuchtigkeit speichert für die Abdichtung. Und dann kommt die Sonne von oben und dann wird das eigentlich wie im Dampfkochtopf, wird die ja durchgespült, die Unterkonstruktion. Und hier haben wir zum Beispiel Alu. Das ist jetzt im Moment, würde ich sagen, so sei Endprodukt für Terrasse im gehobenen Bereich. Das ist natürlich sehr aufwendig. Wir müssen praktisch schauen, dass die Auflage nach unten fixiert ist. Also das muss zuerst einen festen Fuß haben und dass wir Gewicht haben, damit sich die Terrasse nicht anheben kann. Im Abstand von 45 cm werden die Blöcke befestigt. Mit der Konstruktion kann der Boden exakt auf die richtige Höhe montiert werden. Während hier ein Tropenholz, der sogenannte Bankirei-Belag, verlegt wird, ist die Auswahl an Hölzern mittlerweile vielfältig. Neben europäischen Holzarten und Tropenhölzern gibt es noch thermische oder mit Biomasse behandelte Hölzer. Wichtig ist natürlich, dass die Zertifizierung da ist. Und zwar das FSC-Zeichen, das garantiert, dass es eigentlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft und aus sozial erträglicher Bearbeitung stammt. Und das ist also schon sehr wichtig, dass man auf das Wert legt, weil
das haben natürlich nicht alle Importeure. Das waren vielleicht 30% von den Importeuren haben. Der Rest hat es nicht. Wer Holzbelag wählt, sollte zudem darauf achten, kammergetrocknete Ware zu kaufen. Was es nicht gibt, sind splitterfreie Hölzer. Umso wichtiger ist die Pflege des Terrassenbodens. Einmal im Jahr, am besten im Frühling, sollte der Boden gereinigt und geölt werden. Das macht das Holz haltbarer, weniger empfindlich und sorgt für mehr Geschmeidigkeit. Denn mal ehrlich, die Haptik ist bei Holz ebenso entscheidend wie die Qualität. Die Goldgräberstimmung in der Solarindustrie ist seit ungefähr 2 Jahren vorbei. Noch vor knapp 10 Jahren sind PV-Anlagen in Deutschland aufgrund der hohen Förderung wie Pilze aus dem Boden geschossen. Kaum hatte die Bundesregierung den Hahn ein bisschen zugedreht, war es vorbei mit der Herrlichkeit. Heute fragen sich Hausbesitzer, lohnt sich eine Solaranlage auf meinem Dach eigentlich noch? Wenn man nach der Einspeisevergütung geht, nein. Ändert man den Blickwinkel und zieht den Eigenverbrauch, dann kann man diese Frage deutlich mit Ja beantworten. Wir zeigen Ihnen an einem Beispiel aus Ravensburg, wie manche regionale Energieversorger Kunden heute helfen, mit Solaranlagen auf dem eigenen Dach nachhaltig Energie zu sparen. Solarstrom vom eigenen Dach. Immer mehr Menschen wollen die Sonne stärker nutzen, um Energiekosten zu sparen. Auch Familie Schweizer hat sich dafür entschieden, eine sogenannte Stromeigennutzungsanlage auf ihrem Dach installieren zu lassen. Die dauernden Kosten, finde ich, sind immer so gravierend, also wenn man so hat. Und wenn man dann Eigenstrom hat, und dann hat man weniger dauernde Kosten. Also man hat jetzt ja schon einmal Investition im Prinzip, aber man hat danach nämlich die laufenden Kosten ein bisschen gesenkt. Um das geht es uns auch. Und ist auch gut von oben. Man hat immer ein gutes Gewissen, wenn man sowas macht. Das Prinzip, umso mehr Strom selber verbraucht wird, desto wirtschaftlicher ist die Anlage. Ziel ist, dass rund 60% des produzierten Stroms im eigenen Haushalt genutzt werden. Ausgelegt wird die Anlage auf den jetzigen Jahresstrombedarf von Familie Schweizer. Nach rund 10 Jahren soll sich die Stromerzeugung vom eigenen Dach dann rechnen. Also es gibt 3 ausschlaggebende Punkte. Einmal ist es die dezentrale Energieversorgung, Strom vor Ort zu produzieren. Dann der Schutz vor steigenden Stromkosten. Und was sich wirklich auch herausgestellt hat, Punkt 3, war einfach, weil der Vollwartungsvertrag, die Anlage ist über die Pachtlaufzeit voll serviciert. Prinzip, ich sage auch immer, das ist wie wenn Sie ein Auto kaufen würden mit 18 Jahren Vollkasko. Die Stromeigennutzungsanlage wird vom Kunden gepachtet. Während der Vertragslaufzeit gehört der produzierte Strom ihm. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit kann ein individuelles Angebot zu günstigen Konditionen für den Kunden zur Übernahme der PV-Anlage erstellt werden. So spart er weiter Energiekosten. Dass sich eine Solaranlage auf dem eigenen Dach lohnen kann, das sieht man auch, wenn man auf die Strompreisentwicklung schaut. In Deutschland ist die Kilowattstunde zwischen dem Jahr 2004 und 2014 im Schnitt von 17 auf 29 Cent gestiegen. Also Eigenverbrauch lohnt sich immer. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Wir sehen uns hoffentlich kommende Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit, bleiben Sie gesund. Tschüss. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.